Willkommen zu einem neuen Video, einem neuen Vlog und vielen lieben Dank an dieser Stelle für euer Feedback unter dem letzten Video. Es freut mich wirklich sehr, dass das Video so gut bei euch angekommen ist und dass ihr sehr interessiert seid an diesen Vlogs. Und ja, das motiviert mich umso mehr am Ball zu bleiben. Und dann legen wir doch gleich mal los mit einem Interior Update mal wieder. Also es geht wieder um diese Kommode. Eine liebe Followerin hat mir geschrieben, wie man das Problem mit den schiefen Türen beseitigt. Und zwar gibt es hier bei der Kommode ja diese so Schrauben unter den Füßen und die man dann halt so rausdrehen kann, damit man das an den Boden anpassen kann. Und ich musste das an der einen Seite einfach noch ein bisschen weiter rausdrehen, bis die Türen eben gerade sind. Also hier die Tür ist zwar immer noch steht ein bisschen weiter vor als die andere, aber zumindest ist die Linie jetzt gerade und ja, das fällt eigentlich gar nicht mehr auf. Finde ich super cool. Also danke auf jeden Fall. Und wie ihr hier seht, ist auch meine Stehlampe endlich angekommen. Oh, ich freue mich so. Sie ist so, so schön. Die ist von Oscar Piccolo. Das ist ein Künstler und ich verlinke euch die Webseite mal in der Infobox. Es ist sehr, sehr schwer, die Lampen zu ergattern, weil die immer innerhalb einer Sekunde gefühlt ausverkauft sind. Und der eben nur so ganz wenig restockt. Aber ja, oh, ich bin so glücklich. Die ist so cool und die passt so gut zu der Kommode. Ich mache sie mal eben an. So. Super schön. Ja, und wenn wir dann schon dabei sind, zeige ich doch gleich, wie sich die Lampe so im Hintergrund von dem Spiegelshots macht. Ich finde das sehr, sehr schön. Ach, es ist so ein Hingucker. Und jetzt ist der Platz auch irgendwie schön gleichmäßig ausgefüllt und sieht nicht mehr so, ja, so unfertig aus. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und wenn wir schon dabei sind, zeige ich euch oder sage ich euch, was ich so trage. Und zwar ist das ein Pulli von And Other Stories. Den gibt es auf jeden Fall noch. Und die Hose ist von Edited. Super bequeme Wollmischhose. Ich muss mal gucken, wie die zusammengesetzt ist. Trage ich super gerne, weil sie einfach super bequem ist, aber irgendwie trotzdem noch schön aussieht. Und die hatte ich bei unseren Roadtrips sehr, sehr oft an. Also fast durchgängig, weil sie einfach schön bequem war, wenn man die ganze Zeit im Auto sitzt und man sah trotzdem halbwegs normal gekleidet aus. Und Ohrringe sind von All Blues. Die Marke mag ich auch sehr gerne. Und ja, das war es eigentlich. Chic Breakfast Sunday Squad. Yes. Hallo. So, wie ihr in den Clips vorher gesehen habt, war ich am Sonntag mit Storm und Alice auf dem Flohmarkt. Also vorher waren wir noch bei Café Kraft zusammen frühstücken und danach sind wir noch so ein bisschen rumgebummelt. Und am Ende waren wir sogar noch Bubble Tea trinken, also weil wir zufällig gesehen haben, dass so Leute mit Bubble Teas in der Hand rumgelaufen sind. Und ich hatte sowieso voll die Cravings auf Bubble Tea, deswegen war es am Ende
ein perfekter Sonntag, der sich so ganz spontan gefügt hat. Also es war alles so spontan und super schön am Ende. Der Bubble Tea war nicht der beste. Also ich mag den von Kanbei immer noch am allerliebsten. Aber die hatten Black Sugar, was ich sonst, glaube ich, nicht gesehen habe woanders. Das war also ganz gut. Ja, und ich wollte euch noch zeigen, was ich denn auf dem Flohmarkt und im Magazinladen geholt habe. Also ein kleiner Haul hier zwischendrin. Und zwar habe ich hier einmal so Cocktailgläser gekauft. Da haben wir 6 Stück für 25 Euro geholt. Also 2 davon hat dann Alice mitgenommen. Das sind so 2 verschiedene Formen. Einmal hier ein bisschen niedriger und breiter und ein kleines bisschen schmaler und runder. Ja, finde ich, sind sehr schöne Kristallgläser. Macht sich ganz gut für so Cocktails oder um Desserts auf ganz fancy Art und Weise zu servieren. Und dann waren wir noch im Magazinstore Rosa Wolf. Das ist hier bei uns in der, das ist, Danziger Straße. Die Straße, die von Eberswalder zum Mauerpark führt. Und die hatten sonntags auf, was sehr cool war. Also sind wir da mal reingesteppt und ich wurde auch fündig, wie man sieht. Hier, das Magazin hat mir Storm gezeigt im Laden und da gibt es ein Feature, was ich sehr cool finde. Ich hoffe, ich finde das direkt. Da war es schon. Und zwar hier das mit den Blutstein-Zwillingen. Es sind so Influencer aus Amerika, die ich sehr cool finde und die haben hier so ein kleines Editorial, was ich sehr, sehr cool finde. So. Richtig cooles Foto. Ja, ich finde die zwei einfach super cool. Und ja, insgesamt finde ich so Magazine immer ganz cool als Inspiration, gerade für so Fotoshoots oder so. Also das war dieses Magazin. Puss, Puss. Ich weiß nicht genau, wie man das aussprechen soll. Jedenfalls die 10. Ausgabe. Und dann habe ich hier das hier noch mitgenommen. Ich muss sagen, als erstes hat mich einfach die äußere Erscheinung angesprochen. Damit kann man mich sehr schnell catchen. Aber auch inhaltlich hat das was irgendwie ganz interessant. Von den Fotos her, von der Ästhetik. So ein bisschen, ja, so fast schon ungepost alles. Also kann man sich auch einiges so ein bisschen abschauen, wenn man mal so Fotos machen geht. Ja, sehr cool. Kannte ich vorher nicht. Union. Anscheinend schon die 15. Ausgabe. Und dann hier das Unconditional Magazine. Da habe ich ja schon ein Exemplar, glaube ich, mit der Schwangeren drauf. Und hier, das ist jetzt gerade das aktuellste, die aktuellste Ausgabe. Auch hier finde ich die Fotos immer sehr schön. Viel Schwarz-Weiß. Aber immer sehr schön anzuschauen. Und ja, und die Cover beim Unconditional Magazine sind immer sehr schön. Und das war's dann auch. Das waren meine Magazine, die ich gekauft habe und eben der Flohmarktfund. Und weil das ja eigentlich ein ganz guter Videoinhalt ist, sage ich euch noch, was ich trage. Und zwar trage ich einen Nadelstreifenblazer von Zara. Es ist super lange her, also schon ewig lange her, dass ich mal was Neues von Zara habe, aber den habe ich mir vor knapp einem Monat gekauft. Finde ich sehr cool. Da konnte ich nicht sein lassen. T-Shirt ist von, ich glaube, Weekday. Also meistens sind meine T-Shirts von Weekday oder Arket, aber ich glaube, das mit dem hohen Kragen ist von Weekday. Und dazu trage ich eine Kaschmirhose von Arket. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Die hat bei mir einfach die perfekte Länge. Ist jetzt blöd zu zeigen beim Sitzen, aber okay. Beim Model war sie aber so 7/8 lang. Ja, also das ist immer so für mich das Indiz. Wenn es beim Model gecroppt ist oder 7/8, ist es bei mir perfekt bis zum Boden. Ja, die trage ich jedenfalls sehr gerne und generell trage ich super, super gerne Woll- oder Kaschmirhosen, wie ihr in diesem Video bemerkt haben solltet. Also ich glaube, das ist schon das dritte Outfit mit so einer Hose. Ja. Ich zeige euch mal die Küche. Ja. So, also hier ist mal ein kurzer Überblick. Ja, also dieser Bereich hier und das hier ist alles IKEA, weil das einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis die beste Wahl war. Wir waren zwar auch bei Reform und haben uns da beraten lassen
Und die hatten echt auch so eine Traumarbeitsplatte, aber vom Preis her ist es echt sehr, sehr wuchtig. Also haben wir uns für IKEA entschieden. Und zwar haben wir die Extertfronten, aber die haben wir glasiert. Die sind nämlich normalerweise so aus so einer hellen, also in hellen Eichenfarben. Und ich wollte aber so eine dunkelbraune Küche haben. Und ich fand bei Extert einfach diese Ränder ganz cool. Also an sich bin ich sehr zufrieden, wie das Endergebnis geworden ist. Ich war mir aber eine Zeit lang nicht sicher, ob sich die ganze Arbeit gelohnt hat und ob ich nicht doch irgendwie mich für andere Fronten entschieden haben sollte. Oder dann gab es eine Phase, wo ich da die Originalfarbe besser fand. Aber gut, eigentlich finde ich es ganz schön so. Und ich hatte halt auch ein ganz bestimmtes Vorbild im Kopf, woran ich mich orientiert habe. Und das ist echt ganz nah an der Inspiration gekommen. Ich mag es ganz gerne, wie das so im Licht aussieht. Also jetzt ist es zwar nicht ganz so sonnig, aber vielleicht kann man das so ein bisschen erahnen. Finde ich ganz schön, macht so ein ganz gemütliches Ambiente. Ja, der Kühlschrank ist noch der alte Kühlschrank von unserer alten Wohnung. Dann habe ich da einfach so Magnethaken dran gemacht, weil es ganz praktisch ist für die ganzen Tücher und Topflappen zum Aufhängen. Da oben haben wir noch einen ganz, ganz großen Topf und Kuchenform und Mörser, die jetzt so woanders nicht irgendwie unterbringen konnten. Wir müssen mal das Kabel so ein bisschen eleganter verstecken. Ich freue mich riesig darüber, dass wir ein Gasherd haben. Es macht einfach viel mehr Spaß, damit zu kochen. Das Einzige ist nur, durch diese Gitter hier ist mir das manchmal ein bisschen zu hoch, ehrlich gesagt. Also wenn ich hier so einen großen Topf habe, muss ich fast schon auf Zehenspitzen stehen, damit es angenehm ist zum Rühren. Ich bin halt nicht die größte Person. Aber gut. Hier haben wir noch einen schönen Küchenrollenhalter von Firm Living aus so dunklen Marmor, finde ich ganz cool. Und das versteckt so ein bisschen diese unschöne Öffnung hinter dem Kühlschrank. Ja, dann haben wir hier noch ein paar unserer Küchengeräte. So, kommen wir hier zu dem neuesten Stück in der Küche. Und das, warum ich so lange habe warten lassen mit dem Küchenupdate, weil es ohne diesen Esstisch einfach unkomplett gewesen wäre. Also vorher hatte ich hier noch meinen alten IKEA-Schreibtisch drin als provisorischen Esstisch, aber es ist eine sehr, sehr unschöne Lösung gewesen. Aber nun habe ich endlich einen schönen Esstisch, der hier gut reinpasst. Vielleicht erinnert ihr euch an mein Office-Update vom letzten Jahr. Da habe ich mit Connox zusammengearbeitet und da ich immer irgendwelche Sachen auf meiner Wunschliste habe, wollte ich wieder mit Connox zusammenarbeiten und dazu durfte ich mir dann diesen Esstisch aussuchen. Und ich habe aber auch wieder einen Gutscheincode für euch, wieder über 11% Rabatt. Ich blende euch den mal hier ein. Aber alle Links, die unten zu Connox führen, weil ich generell relativ viele Sachen von da habe, werden dann den Gutscheincode automatisch im Warenkorb hinzufügen. Dann ist das schon automatisch drin. Und ja, kommen wir mal zum Esstisch. Das ist ein Klapptisch von Hay. Hay mag ich ja generell sehr gerne. Und ich habe mich für einen runden Esstisch entschieden, weil das Format hier eigentlich am besten passt. Hier kann man gut zu zweit sitzen, ohne dass es irgendwie, dass man sich verloren vorkommt, also dass der Tisch zu riesig wirkt. Aber man kann den Tisch auch weiter von der Wand entfernen und auch zu viert an dem Tisch Platz haben, ohne dass es zu eng ist. Also ich habe das schon mal ausprobiert und das passt sehr gut. Und ich habe auch lange überlegt, für welche Farbe ich mich entscheiden möchte. Letztendlich wurde es schwarz, weil einmal passt es sehr gut zu den Stühlen. Vor allem hat es hier so noch so eine Holzstruktur. Dann ist es nicht ganz so glatt und sieht ein bisschen natürlicher aus und passt einfach perfekt zu meinen Stühlen. Die sind von Myx. Die haben nämlich auch so eine Holzoberfläche, also wo man die Maserung einfach noch mal ein bisschen durchsieht. Und ja, also ich hätte bei so Naturholzfarben die Sorge gehabt, dass es nicht ganz so gut mit den Fronten passt und weiß hätte irgendwie so, ja, irgendwie ein bisschen billig und ein bisschen kalt ausgesehen. Ich denke, ich würde bald aber mal einen Teppich hinzufügen, dann sieht das nochmal ein bisschen gemütlicher aus. Und dann macht das auch nochmal weniger Geräusche, wenn man die Möbel verschiebt und dann fügt sich das alles ein bisschen besser zusammen. Ja, ich bin ja so ein ultimativer Teetrinker und ich liebe diese Glaskanne, die ist schon super alt. Und ich habe jetzt aber ganz neu so ein Stöfchen von Stelken. Dazu gibt es eigentlich eine passende Teekanne, aber da ich schon eine Teekanne habe,
war das jetzt nicht nötig und das passt eigentlich auch sehr, sehr gut drauf. Ich mag die Farbe, weil es ist so ein Cremeweiß. Also ich liebe es, hier dran zu sitzen, auch zu arbeiten, weil praktischerweise ist hier hinten in der Ecke auch eine Steckdose. Und dann sitze ich hier gemütlich mit meinem Laptop. Mein Freund Johannes, der macht hier aber auch ganz gerne Homeoffice. Vor allem muss er manchmal so Telefoncalls machen. Und dann kann er das einfach hier ungestört machen, während ich im anderen Zimmer arbeite. Ja, gehen wir mal weiter. Hier haben wir die Vorhänge, die haben wir auch noch relativ neu. Also es hat auch lange gedauert, bis wir die endlich angebracht haben. Wir haben uns hier für ein Schiebesystem entschieden. Das ist nämlich sehr praktisch bei der Höhe, weil dann kann man das super einfach verschieben und braucht nicht so viel Kraft. Das wäre sonst bei so normalen Gardinenstangen sehr, sehr schwierig. Und ja, also ich finde es sehr schön, dass sie bis ganz oben an der Decke angebracht sind. Die Gardinen sind zwar eigentlich nicht lang genug, aber mein Gott, das Thema hatten wir ja schon. Längere gibt es bei IKEA nicht und auch das sind wieder die günstigsten IKEA-Gardinen. Aber ich finde die eigentlich echt ganz cool, weil die so semi-durchlässig sind, aber eben für so ein bisschen Sichtschutz sorgen, gerade wenn man abends hier ist. Ja, weiter geht's. Hier haben wir ein Regal von Bolia. Hier sind die meisten Gläser und so weiter untergebracht. Mag ich sehr, sehr gerne. Also vor allem mit dem Anblick, so wenn man reinkommt, dass man da irgendwie nochmal so was Schönes, Ästhetisches hat. Also ich mag das einfach ganz gerne so ein bisschen. Ich habe ja eh ein Faible für Gläser und so und muss mich immer zurückhalten, auf dem Flohmarkt nicht noch mehr Gläser mit nach Hause zu nehmen. Hier haben wir so ein paar Gläser von meiner Mama noch und ein paar Vintage- bzw. Flohmarktfunde. Hier die schönen Firm Living Gläser, die ihr in vielen Videos schon gesehen habt oder auf Instagram. Die mag ich echt gerne, da trinke ich gerne Tee draus oder auch Kaffee, wenn Besuch da ist. Und dann ist hier einfach auch noch ein bisschen anderer Kram. So, hier drunter haben wir noch unseren Mülleimer. Der ist relativ groß und der hat halt einfach für Recycling und einfach für Biomüll oder normalen Hausmüll. Und diese Lücke ist noch da, weil wir aktuell noch keinen Geschirrspüler haben. Ich weiß, viele von euch werden aufschreien von wegen, oh mein Gott, wie könnt ihr leben ohne Geschirrspüler? Aber ja, wir haben noch keinen. Wir hatten in der alten Wohnung keinen und haben beim Einzug keine neue Maschine gekauft. Werden das aber irgendwann in Zukunft machen. Also so eine schmale werden wir uns zulegen und dann ja das auch als Einbaugeschirrspüler mit den gleichen Fronten dann hier integrieren. Und fürs Erste ist da eben darunter der Mülleimer. So, dann haben wir hier ein paar Brettchen, der Toaster. Und auch ich liebe diesen Servierteller von Arket. Ist super gut, wenn man Leute zu Besuch hat und dann eine große Ladung Essen hierauf serviert. Momentan ist hier normalerweise Brot. Ja, dann hier die Spüle. Ich habe so Seifen, so einen Seifenspender und so einen Seifenhalter von Zara Home. Ja, fand ich irgendwie ganz gut. Dann hier die Geschirrablage, kennt ihr noch von meinem Haul. Das ist auch von Hay. Und hinter der Tür versteckt sich unser geliebter Dyson-Staubsauger. Seit wir den haben, sorgt mein Freund sehr, sehr gerne. Also ja, würde ich auch nicht mehr missen wollen. Und unten liegt dann auch immer unser Sack Reis. Weil wir wollen also keinen Platz haben und Reis ist essentiell. Hier über den Küchenfliesen, die ich übrigens nicht so toll finde, die waren halt vorher schon drin. Am liebsten hätte ich so weiße, stinknormale Fliesen, aber ich weiß nicht, wie kostspielig das wäre, die auszutauschen und ich weiß nicht, ob sich das bei einer Mietwohnung lohnt. Vielleicht kann man so Fliesenfolien drüber kleben. Was meint ihr? Also wenn ihr da vielleicht Ideen habt, könnt ihr mir die gerne in der Infobox in den Kommentaren schreiben. Ja, hier habe ich so ein Regal. Es ist dieses Bilderregal von IKEA. Darauf kann ich dann nämlich ganz gut so Sachen abstellen. Zum Beispiel die Tassen von Firm Living. Ich mag das, wenn sie so einheitlich sind. Ich habe aber noch zwei rosane Tassen. So, dann habe ich hier noch ein Bild von Matisse. Was das, wie ich merke, immer so runterrutscht, weil ich das Innere nicht
festgeklebt habe. Muss ich mal machen, weil das sieht nicht cool aus. Aber okay, hier habe ich noch Salz- und Pfefferstreuer in so Kaktusform, finde ich sehr, sehr cool. Und zu guter Letzt noch die Lampe. Ach ja, hier noch ein Gewürzregal mit einer Vase von Bolia, die uralt ist. Und zu guter Letzt dann die Lampe. Wir haben uns für eine kupferfarbene Lampe entschieden von End Tradition. Und ja, ich glaube, damit sind wir durch mit meinem Küchenupdate. Ja, was sagt ihr denn? Ich habe gerade das Bananenbrot aus dem Ofen geholt. Outfit of the night. Wir gehen jetzt nämlich gleich zu Abendessen mit Freunden und wollte euch vorher noch mein Outfit zeigen. Ist eigentlich nicht spektakulär, aber was soll's. Weißes T-Shirt schon wieder und Oversize Blazer, der ist von Arket. Dann meine Arket Kaschmirhose. Hier seht ihr sie mal im Stehen. Also wie ihr seht, geht sie bei mir fast bis zum Boden. Und dazu eine kleine Handtasche von Little Livner und Ohrringe von Celine. Die mag ich sehr gerne. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen, der Februar-Vlog. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!